Scheiße. Oh, ein Meisterschuss. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit The Long Dark. Weiter können wir spielen. Oh, ich freue mich richtig. Wir waren jetzt hier auf der Insel. Wir sind hier in dem Haus. Ich guck mal gerade unter das Bett, aber da ist nichts. Der Boogeyman. Nee, da ist ja keiner. Wasser haben wir mitgenommen. Haben wir. Okay, wir haben nichts gefunden. Ich glaube oder dachte, hier können wir ein Gewehr finden. Ah, oh, oh, da hat mein Ohr geknackt. Das Headset ist zu fest aufgesetzt. So, wir haben ja alles gelootet. Wir schauen nochmal rein. Hier ist der Keller. Da können wir auch nicht hin. Regal. Tisch. Knirsch. 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 Nee, wir sind fertig. Schrank, 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 Schrank. Schrank, 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 Schrank. Gut, dann gehen wir wieder raus. Haus verlassen. Wir gucken uns mal gerade um. Es kann sein, dass vielleicht hinter dem Haus noch was ist. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Es kann ja sonst hier irgendwas noch sein. Ist ja nicht so, als wenn hier nur die Hütte ist. Oder? Hallo, ihr süßen kleinen Waffen. Zeigt euch. Ja, ich könnte eigentlich mal den Sprössling, den ich habe, auf den Boden legen. Ich habe ja diesen Sprössling. Aus dem können wir einen Bogen bauen. Aber von diesem scheiß Sprössling findet man gar nichts. Warum sammle ich überhaupt Holz auf? Das brauchen wir gar nicht. Wir gehen hier runter. Und gehen auf die andere Seite. Es ist aber so super nebelig. Ich sehe gar nichts. Ich wüsste halt nicht, wo vorne und hinten ist gerade. Bevor ich... Warum ist die überhaupt noch an? Mich jeder sieht hier. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schuss. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da ist die Hütte. Meine Güte, wie sieht's denn aus? Ausgelaugt. Haben wir noch einen Kaffee? Nein. Energy Drink fehlt. Ja? Red Bull oder so. Ich meine, warum nicht? Tonnen. Das macht uns auch wieder fit. Kurz. Und dann down. Da ist eine Feder. Da ist deine Feder. Nein, das ist nur ein Stock. Ich finde den Weg nicht mehr nach unten. Ich hoffe, hier sind wir richtig. Wir brauchen die Bärenhöhle. Oh Gott, ich verlaufe mich gerade. Das war mein Handy. Ich hasse mein Handy. Oh Scheiße, ich habe mich verlaufen. Oh Scheiße, nicht, dass ich auf das Eis laufe, was durchbricht. Hallo, hübsches Eis. Du bist doch lieb, oder? Bitte nicht einbrechen. Ich muss hier gerade ausmachen. Das sieht mir andauernd. So. Sie haben einen YouTube-Kommentar erhalten. Wollt ihr auch wissen, von wem? Vom Genker Ohrenburg. Der schreibt dann dauernd. Ja, ich muss die Kommentare eigentlich mal für mein Handy ausmachen. Das ist eigentlich schon ziemlich überflüssig geworden. So, ich brauche die Bärenhöhle. Die muss ich gerade finden. Bärenhöhlilein. Weil dann weiß ich, dass wir auf der richtigen Seite sind. Scheiße. Ich sterbe, weil es neblig ist. Wie übel. Nebel in einem Spiel sorgt dafür, dass ich wahrscheinlich sterbe. Wir müssen einfach nur um die Insel laufen. Ja? Einfach nur um die Insel laufen, bis ich die Bärenhöhle finde. Da ist die Bärenhöhle, oder? Ist es die Bärenhöhle? Nein, ist sie nicht. Scheiße. Houston, wir haben ein Problem. Wir können auch zurück zur Hütte gehen. Im Notfall. Ich hätte auch da schlafen können, ich Trottel. Scheiße, warum habe ich das nicht gemacht? Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Wir gehen gleich. Sobald ich hier die Bärenhöhle nicht finde. Gehen wir wieder hoch zur Hütte und schlafen da. Da ist ein Boot. Ich glaube, wir sind vorne. Wir sind vorne. Überstanden. Oder? Oh, jetzt könnte der Bär auch hier irgendwo hier sein. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Komm schon, Fischerhütte, zeige dich. Offenbare dich. Oh, wir können sprinten, guck mal. Wir können, naja gut, schnell gehen. In großen Schritten. mehr hole ich... Oh, das war's. 100%. So, das geht runter. Danach sterben wir.
Ja, ich glaube, wir gehen wieder. Wir sind jetzt vorne an der Bärenhöhle. Aber ich weiß nicht, ob ich so übers Eis gehen kann. Da ist die Bärenhöhle. Da werden wir windgeschützt. Scheiße. Oh, ein Meisterschuss. Ich glaube, ich gehe jetzt in der Höhle schlafen. Ich meine, nein, nicht in der Höhle. Ich könnte jetzt hier übers Eis gehen. Ich glaube, das können wir auch machen. Wir gehen zurück. Ich würde gerne den Wolf ausweiden. Das schaffen wir aber nicht. Ich könnte zur Hütte gehen, da übernachten, hier runtergehen, den Wolf ausweiden und dann zurückgehen. Oder ich hole den Wolf irgendwann am nächsten Tag. Das können wir auch machen. Die verwesen zwar, ja, aber dieses Einfrieren hilft schon. Ja, die halten dann schon ein bisschen länger. Wir gehen jetzt zurück. Noch einer. Den holen, den klären wir direkt hier ab. Okay, wir schlafen um in der Hütte. Scheiße, was ist denn hier los? Alter, ich gehe nochmal zur Hütte hoch. Wir schlafen nochmal da. Dann gehen wir runter, weiden die aus, die Schweine. Und dann die Wölfe, die Schweine. Und gehen dann zurück zur Tankstelle. So, können wir auf jeden Fall noch was Sinnvolles mitnehmen. So, bergauf ist so. Deswegen wohnen wir da oben nicht. Genau aus diesem Grund. Das Ding ist nur, es sollte schon klare Sicht sein, wenn wir aufwachen morgen. Sonst muss ich da wieder bleiben. So, wo ist denn die Hütte hier? Scheiße, jetzt haben wir noch ein Problem. Ich gehe wieder zurück zur Hütte. Ich halte auch schon nach diesen Sprösslingen. Das habe ich viel zu selten gemacht. Aber eigentlich müssten die auffallen. Genauso wie diese Hagebutten. Die Hagebutten. Da oben ist sie. Oh, Kanada. Oh, Kanada. Haus der... des Menschenfeindes. Der Menschenfeindes. Scheiße, ich komme da nicht drüber. So, dann schlafen wir nochmal. Wir haben zwei Wölfe abgeknallt. Die würde ich gerne ausweiden. Wir brauchen neue Munition. Oder einen Bogen. Und Munition. Meine Güte, ey. Munition wird irgendwann echt ein Problem sein. Was gibt so wenig Krempel? Können wir schlafen mal. 6 Stunden. Wir haben genug Trinken und Kalorien und so. Es ist jetzt Nacht. Sehr gut. War sowieso kurz vor der Nacht. Stellt euch vor, ich wäre rübergegangen und dann wäre Nacht eingebrochen. Voll übel. So, wir trinken und essen, bevor wir nochmal schlafen gehen. Und die Sensitivität wieder hochstellen, weil wir haben gerade geschossen. Da stelle ich die mal runter. Weil ich dann genauer schießen kann in der Panik. So. Sehr schön. Wir schlafen noch weiter. 7 Stunden. So richtig ausgeschlafen. Richtig heftig ausgeschlafen. Oh, oh, oh. Guten Morgen. 8 Tage, bla bla bla. Es ist immer noch dunkel. Hallo? Ah. Guten Morgen, trinken. Wir haben ja frisches Toilettenwasser. Oh, hier haben wir Kaninchen. Roh, gegart, Reh. Mh, wild, lecker. Noch ein bisschen Zucker für Energie. Ah. Mais-Sirup. Bäh. Okay. So, wir gehen runter. Alles voll, alles voll. Satt, können wir auch mal voll machen. Jetzt haben wir bestimmt Durst, oder? Nach den Salzkräckern. Kannst dich nicht entscheiden, ne? Satt, durstig. So, jetzt sind wir voll. Haben ein bisschen Gewicht dazu gekriegt, also wegbekommen. Das, jetzt haben wir mehr Platz für die Wolfsteile. Ah. Und? Ah, guck mal, wir können was sehen. Unfassbar. Schön. Wir wollen darüber eigentlich... Ne, halt, wo ist die andere Insel? Da? Nee. Bin verwirrt. Auf der anderen Seite, müssen wir mal gucken. Es kann auch sein, dass es nur eine Insel gibt. So, wir gehen die Wölfe ausweiden. Wir brauchen den Darm. Das Fell eigentlich auch, das dauert aber 8 Stunden. Und ich habe immer das Beil benutzt zum Ausweiden. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wir wollen ja das Messer benutzen. Klar geht das schneller, mit dem Beil ist ja schon irgendwie scheiße. Es sei denn, es ist eingefroren. Gefroren. Okay, es ist eingefroren.
Können wir gucken, ob was schneller geht. Wir nehmen mal Darm. 20 Minuten. Und es dauert länger. Es dauert 50 Minuten. Dann machen wir erstmal so. Haut und Darm. Taub. Okay, wir gehen zurück. Oh, und jetzt kommt ein Schneesturm. Okay, das war's. Okay, okay, okay. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht ausreizen. Wir gehen zurück in die Tankstelle. Das ist schön warm. Scheiße. So viel dazu. Scheiß Wölfe. Oh, da liegt noch der Hirsch. Oh ja, wir frieren gerade ein. Boah, mitten auf dem See ist auch kein Windschutz, gar nichts. Es ist nur scheiße kalt. Steht da ein Hirsch da? Könnte sein. Aber nee, ich glaube, das ist eher ein Schild. Wow. Da ist die andere Insel. Da müssen wir hin. Boah, guck mal. Wir haben 40 Minuten an diesem Kadaver rumgeschnippelt und sind jetzt schon wieder erfroren. Meine Güte. Aber warum ist es denn so kalt? Das wissen wir auch nicht. Da ist ein Bär. Der frisst meine Wölfe. Der wurde von dem Blut angelockt. Oh. Ich glaube, den müssen wir uns mal holen. Eventuell. Oder auch nicht. Wir wissen ja, wo der ist. Er ist wieder weg. Hä? Halluzinationen? Da ist er, das war ein Hirsch. Ich hatte recht. Da können wir uns an den anpirschen. Sobald der Wind aufhört. Hau bloß ab, da ist noch einer. Da liegt noch der eine Wolf, den müssen wir noch häuten. Damit wir uns irgendwann einen Wolfspelz machen können. Ah, trautes Heim. Oh. So, ich muss mal diesen Sprössling auf den Boden legen. Das darf ich nicht vergessen. Den legen wir hier am Boden. Hier haben wir schon den ganzen Darm. Das ist immer noch nicht ganz trocken. So, Sprössling haben wir hier. Ganz bestimmt. Da ist er doch. Der ist halt so dunkel, den sieht man aber auch nie. Das sind kaputte Pfeile, aus denen kriegen wir Spitzen. Dann haben wir schon mal zwei Pfeile. Zwei Pfeile. Da ist er doch. Machen wir mal ein bisschen Feuer, damit uns schneller warm wird. Brandbeschleuniger. Ne, den brauchen wir für den Notfall. Machen wir hier lieber sowas. Ja. Feuer machen. Feuer machen. Ah, reicht das? Wie schnell wird uns denn warm? Hm. Erschöpft sind wir auch. Warte, dann machen wir hier ein bisschen Altholz noch rein. Und die drei Stöcke. So. Und schlaf eine Stunde. Vielleicht hört dann der Sturm auf. Immer noch windig draußen? Ich glaube nicht. Immer noch ein bisschen erschöpft. Vom über den See laufen. Durchsucht, leer, durchsucht, hä? Achso, da habe ich Holz reingetan. Guck mal, unser Holz. Oh, wir haben noch Krempel. Stimmt, das wollte ich mal loswerden gerade. So. Da haben wir Essen drin. Nein, das ist erstmal egal. Den spinnt. Der spinnt, der spinnt. Da haben wir Klamotten drin. Weg, weg. Warte hier. Einfach Stiefel, einfache Stiefel. Scheißmütze, Scheißmütze. Jeans. Jeans. Kackmütze. Thermoweste. Weiß nicht, ob die besser ist. Dicker Wollpullover. Dünner Wollpullover. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich ja nicht gesehen. Das ist ja ein dicker Wollpullover. Ah. Der scheiß dünne Wollpullover ist bestimmt super übel gewesen. So, da haben wir noch Werkzeuge. In die Werkzeugkiste damit. Noch ein Dosenöffner. Guck mal, frischer Wolfspelz. Oh, müssen wir auch hinlegen. Hinlegen, hinlegen. Davon können wir eigentlich mal zwei ablegen. Davon brauchen wir nur eine. Bettstein. Das bleibt hier.
Antiseptikum, wo tun wir das denn eigentlich hin? So ist gut. So, jetzt kommt hier hin. Wolfspelz. Da ist es doch. Und noch mehr Gedärme. Ich glaube, jetzt habe ich genug Gedärme, oder? Ich brauche kein Gedärme mehr. Brauchen wir davon viel? Nee, oder? Angelschnur machen wir doch da raus und so. Aber weiß ja nie. So, wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus. Obwohl, wie lange geht das Feuer noch? 25 Minuten könnte ich mir irgendeine Dose machen vielleicht. Kaninchengarn. Zum Beispiel. Das reicht doch noch, oder? Ja, dafür reicht es noch. Sehr schön. Haben wir nochmal Fleisch gemacht. Oh, da, ein bisschen verkohlt. Auf jeden Fall schwarz. Kaninchen. Ich meine, wir müssen noch aufquellen, so viel wie wir essen. Miam, 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 miam. Immer rein damit. So, Tankstelle verlassen. Dann holen wir uns mal das Wolfsfell. Wäre cool, wenn man sich selbst betrachten könnte, wenn wir diese ganzen Wolfssachen anhaben. So, wo sind die Hirsche? Das ist ein Schild. So. Wolfilein. Wolfskadaver. Gefroren. Da. Häuten. 30 Minuten. Müssen wir schärfen davor, oder? Komm, wir schärfen das mal. Siebzehn Minuten lang frieren. Nee, dann machen wir das lieber drinne. Das sieht immer noch gut aus. Okay. So, wir können mal die Straße entlang gehen. Wir sind ja eigentlich nicht am Anfang der Karte rausgekommen, sondern mittendrin. In der Richtung gibt es noch einiges. Da oben gibt es einen Turm und da gibt es auch noch Krempel. Ich würde erstmal sagen, wir durchsuchen erstmal diese Hälfte oder die andere Insel. Aber ich glaube, vielleicht gehen wir erstmal zur Insel. Das wäre besser. So, wir müssen erstmal unsere nächste Expedition vorbereiten. Es ist noch lange Tag. Ich glaube, wir können auch am gleichen Tag los. Ich müsste nur eine Stunde schlafen oder so. So, wir machen nochmal das Feldzeug hier hin. Trocknet sowieso noch alles. Da. Zwei Federn. Was soll ich damit? Was soll ich damit? So, wir brauchen leichtes Gepäck. Ja? Brechstange ist wichtig, auch wenn sie schwer ist. So, zwei Federn. Stoff. Zeitung behalten wir für Anmachen. Zum Anmachen. Streichhölzer. Streichhölzer. Messer, Messer, noch mehr Streichhölzer. Das sind noch mehr Streichhölzer. Dann nehmen wir hier die. Die Matches. Hier haben wir Lampenöl. Das brauchen wir nicht. Das haben wir in Großform. Schlafsack, Schleifer. Gewehrputzset. Das können wir eigentlich alles hier lassen, aber es ist super leicht. Das ist so schwer, ist das gar nicht. Ein bisschen Wasser haben wir noch. Die Tomatensuppen bleiben hier. Kräutertee bleibt auch hier. Brauchen wir den für Notfall Kräutertee? Eigentlich schon, ne? Gegen Unterkühlung. Wie schwer ist der denn eigentlich? Ach, es geht. So und so. 30 Schmerztabletten. Nehmen wir mal nur 10 mit. Und Verbände haben wir okay. Das brauchen wir eigentlich nicht. Antibiotika. Boah, haben wir auch einiges, ne? Nicht schlecht. Haben wir nie gebraucht. Ob wir auch mal krank werden? Oh, mir passt da nicht rein. Voll. Kiste ist voll. Sehr gut. Okay. Erschöpft, durstig. Wir müssen noch mal ein bisschen schlafen. So. Okay. Wir gehen jetzt schlafen und nächste Folge gehen wir los erkunden. Ja, die Folge ist schon vorbei. Tut mir leid. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.